Nein, Maudado ist mit sie gemeint. Sie bevorzugt dieses Pronomen. Bevorzuge ich nicht. Das ist so eine Scheiße. Ja, schön, aber was du willst, interessiert ja hier in dem Kontext nicht. Ich. Was du bevorzugst, Digga, ist scheißegal. Genau, Theo und ich sind dieselbe Person, sagt ja. Er nicht genau das, was ich sage, sagt er auch. Leute, es wird Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Und vielleicht könnt ihr mal bei meinem Partner Holzkern vorbeischauen. Ich habe mir die Uhr mit Walnussholz und Marmor geholt und ich finde die ultra geil einfach nur. Mit dem Code CEO spart ihr auf 15%. Also vielleicht, falls ihr Bock auf Schmuck habt, ist ja da was für euch dabei. Was geht ab, Lizeus hier? Willkommen zu einer Reaktion, die absolut super scheiße wird, weil ich werde heute euch wirklich die Hucke voll labern. Ich habe Lust, über mein Video zu sprechen, nämlich der extrem respektlose Hate gegen Maudado. Darüber würde ich gerne sprechen. Das Video war für mich wirklich, ich weiß gar nicht, das war für mich eine Reise letztendlich. Also von Anfang bis Ende ist so viel passiert und ich würde euch gerne mitnehmen bei all meinen Gedanken und warum dieses Video, also vor allem für mich, sehr wichtig war tatsächlich. Genau, und ich will es nicht einfach voll lächerlich einfach nur auf mein Video reagieren, sondern ich reagiere auf Navix Plus. Ich sehe sogar, der damals darauf reagiert, aber 26 Minuten erst draußen, also ganz frisch schon darauf reagiert. Seine Reaktion ging gut ab. Leck mich am Arsch. Ich hoffe, dass dann hier unten auch alles super lieb ist und so. Warte mal, dann sieht auch hier mal mein Video hier. Hat momentan 120.000 Aufrufe. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele Aufrufe es momentan hat bei euch, das Video. Ich hoffe natürlich noch viel, viel mehr, denn zu meinem Glück ging dieses Video noch komplett viral. Bevor wir es loslegen, ganz kurz, ich muss heute wirklich die Hucke voll labern. Ich habe einfach nur drüber nachgedacht, was für ein Video mache ich als nächstes. Das waren meine Gedanken so, okay, was mache ich als nächstes? Und ganz kurz wollte ich ein Video machen über einen TikToker, weil ich der Meinung war, warum nicht. Habe ich eh schon ein Video angekündigt, dass ich darüber mal ein Video machen möchte. Habe angefangen, schon ein paar Clips rauszusuchen. Und dann bin ich auf Twitter auf so eine Nachricht gestoßen, wo jemand Maudado gehatet hat, wegen seines Non-Binary-Seins. Und ich war nur so, was ist das für eine Scheiße, Alter, warum? Und dann habe ich noch ein Video entdeckt von einer kleineren YouTuberin, die hat auch ein Video dazu gemacht und hat dann mir verlinkt den Post dazu. Ich war so, ja, okay, aber wir hätten jetzt nur so Peanuts rausgepickt. Auf keinen Fall geht da unten die Scheiße ab, oder? Ich bin auf den TikTok gegangen und dann habe ich gesehen, ultra viele Kommentare. Und ich habe das alles gesehen, ultra, ultra viel. Und ich habe mich dann so übel aufgeregt darüber und dachte mir so, darüber will ich ein Video machen. Darüber, ich will Gegenwind machen. Und dann hatte ich zwei Gedanken im Kopf. Erstens, ich bin nicht betroffen. Und als Nicht-Betroffener, darf ich denn überhaupt darüber ein Video machen? Das war mein erster Gedanke. Weil eigentlich, so stehe ich ja über dem Ganzen. Und irgendwie sollte man eher betroffenen Leuten eine Bühne bieten. So, ne? Aber da habe ich mal gedacht, so, nee, eigentlich, nee, Quatsch. Ich finde es sogar, eigentlich sogar wichtig, dass sogar Leute, die eben nicht betroffen sind, auch ein Video darüber machen. Denn eben, wenn Leute, sagen wir mal, irgendwas phob sind, ne? Egal was jetzt, ob es frauenfeindlich oder ob es schwulenfeindlich oder was weiß ich, irgendwann menschliche Feindlichkeit, die hören ja oft auch Betroffene gar nicht, weil sie die ja schon hassen oder als verrückt oder als irgendwas nicht Menschliches abstempeln und sagen, da höre ich nicht mehr zu. Und ich glaube, dass dann oft Leute, die eben nicht davon betroffen sind, dann noch aufwecken können. So. Deswegen habe ich das Gefühl, Leute, die nicht betroffen sind, sollten definitiv was dazu sagen. Dann hatte ich aber noch einen anderen Gedanken im Kopf. Eigentlich bräuchte ich ja ein Go von Maudado, dass ich das machen darf. Aber ich habe keinen Kontakt zu Maudado. Ich habe weder seine WhatsApp-Nummer, noch ist Maudado ja sowieso schon lange nicht mehr aktiv. Also ich glaube, sie zu erreichen wäre super, super schwierig. Deswegen war ich so, ja, okay, ich muss halt wirklich das Video so formen, dass ich nicht Gefühle verletze. Weil wenn das Video einfach nur ein Aua ist für sie, dann ist mein Video fehl am Platz. Dann ist es für den Arsch. Auch wenn ich gute Werte vertrete und eine gute Meinung habe, ich verletze so. Und deswegen dachte ich mir auch so, ich kann das Video nicht machen, weil ihr kennt normalerweise der extremste Kommentar. Und da ist ja so, dass ich ja eigentlich einfach nur alle Kommentare raussammel, mich darüber lustig mache oder aufkläre und am Ende ein Feedback mache, dann bin ich so, das ist ja scheiße, wenn mein Video aus 90% Aua besteht und dann einfach 10%, lass uns doch alle glücklich sein und so. Das ist kacke, das funktioniert nicht. Ich muss das also irgendwie hinbekommen, beim Drehbuchschreiben drüber nachzudenken, wie schaffe ich von Anfang an irgendwie auch Maudado sprechen zu lassen. Ja klar, ich schalte ihre Videos rein, aber die richtigen Stellen, sagt sie irgendwann die richtigen Dinge, kriegt es alles irgendwie hin, so, dass es alles passt, dass es sich gut anfühlt, das Video und nicht nur Aua, Aua, Aua ständig so. Dass man irgendwie die Kommentare auch nicht zu ernst beantwortet, sondern auch irgendwie Dankeschön an Kevin Hitz, alter Schwede. Also, dass man es irgendwie hinbekommt, dass man die Kommentare irgendwie schon irgendwie lustig behandelt, aber auch nicht zu lustig, dann nimmt man das Thema ja nicht ernst. Und das ist ja ein furchtbar ernstes Thema. Also, ich muss irgendwie so Nuance hinbekommen aus Comedy, trotzdem genügend Ernst dahinter, aber auch nicht zu viel Ernst, weil das ist so ein frustrierendes Video. Es braucht auch irgendwie nebenbei so ein Gefühl von in Schutz nehmen und irgendwie, keine Ahnung, so. Und dann bin ich irgendwann auf die gekommen, ich baue einfach das hier. Ich baue einen Karton, in der Maudado und seine Freunde drinnen sind und habe im Hintergrund dann eben die Striche gezählt, wie viele Hours sind, um diese Hours darzustellen. Und hat die Idee gehabt, dass ich am Ende das abrunde, indem ich um die ganzen Hours ein Herz zeichne und das ausmale. So als Zeichen von, hey, Maudado, lass dich auf keinen Fall unterkriegen.
So, hör nicht auf diese Scheißarschlöcher. Es gibt viel, viel mehr Menschen, die dich lieb haben und die dich in Schutz nehmen würden und so. Um das Ganze irgendwie so, und ich war so, das ist es. Dann habe ich mich getraut, das Ganze zu bauen. Trotzdem natürlich war ich beim Aufnehmen immer noch, hatte so Schiss, hatte so Angst gehabt und habe dann immer drüber nachgedacht, so, ich hatte auch Schiss, dass ich Maudado missgender. War klar, wenn ein Name auf O endet, dann hat man irgendwie das generische Maskulin im Kopf, so, immer der, so, weil O, man so, Maudado da, wäre, glaube ich, so ein Ding, ne? Aber das ist so, komm schon, das musst du hinbekommen, programmier dein Hirn um, nur weil ein Name mit O endet, muss nicht männlich sein, so, und gerade in dem Fall darf es gar nicht männlich sein, so, oder sollte man es nicht männlich, wenn es auf Versehen passiert, das könnte mir jetzt auch hier eine Reaktion mir selber mal passieren, dass ich mich verhaspel, das ist ja scheißegal, es juckt ja niemanden, so, es ist zwar nicht schön, aber kann ja passieren, aber wenn man es vermeiden kann, arschgeil natürlich, ne, und wenn man es mit Absicht macht, nur einfach Arschlochkeit. Also das hat nichts mit irgendwie eigener Meinung zu tun oder so. Das ist einfach Käse. So, ich laber seit 6 Minuten. Boah, voll wenig sogar. Geht sogar klar. Wir gehen aufs Video ein und die Reaktion, wie gesagt, sie wird sehr lange dauern. Seine nicht zum Glück. 15 Minuten nur. Ich selber werde ein bisschen viel labern, weil ich würde ganz gern all meine Gedanken und Sorgen und alles so, was danach auch passiert ist und so, hier in dem Video noch teilen. Wir legen los. Auf geht's. Hopp, hopp. Der respektlose Hate gegen Maudado von Ceo. Meine Güte. Ceo, was soll das? Das wollte ich auch hochladen. Beziehungsweise ich habe ein Video in die Richtung geplant. Das ist ja okay. Mach trotzdem. Nicht meine Zuschauer, werden alle deine Zuschauer sein. Also mach's trotzdem. Das fühle ich von mir nicht gebremst oder so. Aber sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe da einiges mitbekommen. Ich bin gespannt, ob Ceo das auch aufarbeitet. Dementsprechend gehen wir rein. Leute, das Internet kann manchmal so frustrierend sein. Nicht nur manchmal, das Internet ist sehr oft frustrierend. Aber manchmal, weil ich finde, es gibt viele schöne Dinge auch. Ich bin sehr, sehr gerne im Internet. Ich weiß, wovon ich rede. Ich mache Meinungsblogs. Maudado, Absturz. Maudado, du Verräter. Wir haben Maudado verloren. Alter, was zum Geier. Ja, und man denkt jetzt so, okay, was hat Maudado gemacht? Ist es wie bei Zabek so ein Shady Placement? Was kein Shady Placement war, aber ihr wisst, was ich meine. Nein, wer es nicht weiß, es wird noch richtig, richtig unangenehm. Alter Dicker! Ihr kennt ja hoffentlich alle Maudado. Falls nicht, Maudado ist ich hoffe. Diese süße Schnecke. Das zu malen, by the way, das war ganz schön schwer, weil ich kann nicht malen. Und ich bin gut geworden, oder? Auch wenn die Augen verschieden groß sind und so. Aber draufgeschissen. Zusammen mit Palle, German's Play und dem Zimbelmann. Der Zimbelmann war sehr schwer. Da musste ich wirklich ganz Vorsicht zeichnen. Es ist okay. Ich habe Maudado gecatcalled, also ich weiß, Maudado Schnecke, aber trotzdem. Ultra viel Gaming-Content produziert hat und unter anderem mit ihm bekannt ist für Szenen wie diese hier. Ich lebe noch. Ich werd wieder. Ich hasse das Spiel! Der Content ist. Oh, Agaio, ich habe das in der Pause mal gespielt. Oder was war das? EDV Informatikunterricht früher, 6. Klasse so. Oh, dankeschön für Schrecken von dem Abo. Super lieb. Dankeschön. By the way, an der Stelle gab es schon so einen Kommentar mit, du hast sie gerade gemisgendert hier, weil ich sag, der Content, ne? Aber die Person hat verstanden, der konnte mal süß und lustig sein. Ich so, nein, der Content. Also, Content ist nun mal männlich im Deutschen, warum auch immer. Deshalb habe nicht der konnte manchmal, so im Sinne von der konnte mit K-O-N-N-T-E, sondern Content, ne? Das englische Wort. So, an den Schulcomputern im. Dankeschön für dem Abo. Was ist los hier? Jui, Thomas. Immer. Und wenn er kam, dann schnell weggetippt. Und man hat sich immer so gesetzt mit den PCs und den Stühlen, dass man quasi mit dem Bildschirm nicht zum Lehrer war, sondern umgekehrt. Wisst ihr, was ich meine? Das waren Zeiten. Einfach liebevoll und ruhig und mit einer Lache versehen, die zum mit diese Schnecke ist so cool. Lachen einlädt. Und bei Varro war Maudado auch, das war die cool. Die sich vermutlich anfühlen wie so ein Stich ins Herz. Aber warum? Was hat Maudado getan, um eben solche Kommentare... Ja, geht das, der Punkt wird lustig. ...Haare zu bekommen. Genau, und hier schon mal vorweg. Ich habe absichtlich beim Drehbuchschreiben am Anfang kein Pronomen benutzt. Weil es war ganz bewusst bei mir so. Ich war so, wenn ich von Anfang an sie sage, dann könnten viele Zuhörer irritiert sein und sagen, hä, Maudado war eine sie? Hä? So, weil viele wissen es ja gar nicht. Und wenn ich dann eben das präsentiere, dann löse ich in vielen Leuten eine Art Mitgefühl mit den Kommentarschreibern aus, im Sinne von, ich wusste das auch nicht. Und dann, oft wenn man sich ertappt fühlt, versucht man dann indirekt Leute in Schutz zu nehmen, obwohl es vollkommen daneben ist. So. Und deswegen habe ich mir von Anfang an überlegt, so, nein, ich werde Maudado bewusst am Anfang überhaupt nicht ein Pronomen davor hauen, sagen immer noch, Maudados Content, Maudado, der Content von Maudado, aber kein er, sie, es irgendwie benutzen, um eben nicht Leuten dieses Gefühl zu vermitteln. So, das war ganz bewusst von mir. Vor allem, was gleich kommen wird, eben da wirklich drauf reinfallen. So, das war ganz bewusst von mir gemacht, so. Weil ich einfach die Sorge hatte, dass Leute irgendwie automatisch sich verbunden fühlen mit den Hatern. Zwar nicht komplett, aber halt so mitfühlen. Und ich will kein Mitgefühl mit denen. Auf gar keinen Fall. Wirklich zu 0% soll Mitgefühl mit diesen Leuten haben.
Eine weitere Legende tritt ab. Nun, alles eskaliert. Als wäre Maudado verstorben, ne? Bitte, und wie soll es auch anders sein mit einem TikTok-Upload? Schnallt euch jetzt gut an, denn was ihr jetzt sehen werdet, bracht halt eben einige Menschen zum Ausrasten. Maudado. Und GP sich melden. Irgendwo war sie im Urlaub. In der Schweiz. Ich weiß aber nicht. Hier war das Ding. Ne? Würde man jetzt eben wissen, hätte man sie schon ein paar Mal gehört, wäre man jetzt so, ah ja, aber jetzt verstehe ich's. Und da ist halt echt so, die meisten Leute werden einfach drüber hören über dieses Video und gar nicht verstehen, was es geht. Ah ja. Und dann kommt dieses eben so, was war das Problem? Ich check's nicht. Du checkst nicht, was das Problem war? Sollte man meinen, ne? Man sollte meinen, hier war kein Problem. Also ich hab's auch nicht gerafft, ich hab so, hä, was Problem? Ich kapier's nicht. Und dann sehe ich das eben alles über sie aufregen, da muss ich nochmal reinhören überhaupt, so, wo wurde denn überhaupt sie gesagt? Ich hab das gar nicht gehört. Da ist auch kein Problem, aber guck weiter. Wunsch, du bist einer der normal denkenden Menschen auf diesem Planeten. Für alle anderen war exakt ein Wort der Triggerpunkt. Irgendwo war sie im Urlaub. Unfassbar, oder? Das war nur ein Nebensatz. By the way, Speaking ging nur viel länger. Das war ein ganz langes Video, locker 30 Sekunden oder 45 Sekunden, also für TikTok eine ordentliche Länge. Und das eine Wort, nur einmal ganz kurz. Ja. Wie kann man nur? Wie kann man nur? Schrecklich. Sie? Schwul. Hatet mich, aber das ist ein... Das ist ein guter Punkt. Hatet mich, Maudado, Big L. Ja, bla bla bla. Das sind richtig dumme Kommentare. Aber ich finde, schwul ist schon stark. Also... Warte an der Stelle mal an Navex. Hoffe, du heißt Navex und nicht Navex oder irgendwie so. Navex, super sympathische Stimme. Klingt sehr, sehr angenehm. Kann man gut zuhören, finde ich. Dankeschön, das abonnieren auch gerade hier. Aber ja, total lost. Schwul als Beleidigung. Wie schwul. Aber auch hier 224 Likes, ne? Mann, das ist ein toller Kommentar. Den fühle ich. Der macht so gar keinen Sinn in dieser Konversation. Aber Hauptsache schwul, ja. Hatet mich, aber das ist ein... Warum zum Geier müssen eigentlich Leute immer mit Deutschland-Flagge so komisch sein? So, ich finde es so schade, weil Deutschland, ich liebe Deutschland, ich bin voll froh, Deutscher zu sein. Aber die Flagge wird so in Schmutz gezogen, wenn immer so Menschen mit so komischen Meinungen diese Flagge ihr Profilbild haben. So, muss das sein, so. Also ich habe da immer Vorurteile sofort, wenn ich sehe, oh, jemand mit Deutschland-Flagge, was kommentiert der? So, weil ich aber Angst bekomme, weil mein Gehirn das schon abgespeichert hat, dass Leute immer diesen Flaggen so komische Kommentare schreiben. Das will ich nicht, finde ich voll scheiße. Dado los. Dado ist und bleibt ein Er. Alter, könnt ihr euch vorstellen, wie verletzend sowas sein muss? Das ist auch das Wichtige, ne? Hier sieht man die Strichelmacher, so viele Hours, wie gemacht worden sind. Das war die Idee, dass man im Video schon irgendwie so ein Foreshadowing bekommt. Also, egal wie witzig der Clip ist, aber wegen dem einen Wort muss man jetzt unbedingt darauf gehen, dass, was der Kommentarschreiber gerade meint. Cool. Was zu lesen, also was hier, L-Take? Junge, die einzigen Loser seid ihr! Eben hier so diese komödiantische Verarbeitung der Kommentare, ohne sie mich lächerlich zu machen. Ich habe ganz klar gesagt, warum die scheiße sind und hau sie weg, um auch ein bisschen gute Stimmung reinzubringen hier. Ist Maudado trans? Ja, leider. Aber hier bin ich voll froh, weil ich wollte hier sagen, nein, nicht trans, sondern non-binär. So. Und dann habe ich von einer guten Freundin, mit der ich telefoniert habe, erfahren, so, nee, das ist ein Spektrum drinnen. Dann habe ich nachgegoogelt und da bin ich auf so 50-50-Meinungen gestoßen. Manche sagen, ja, non-binär gehört zu trans, manche gliedern es ein bisschen aus. Mir persönlich ist es egal, so, aber nur das zu sagen, so, nein, non-binär ist nicht trans, das ist Quatsch, da muss man aufpassen, deswegen... Gehört halt scheinbar auch in die Schiene rein. Was ich auch verstehen kann, weil in beiden Fällen ist man ja mit seinem biologischen Geschlecht nicht im Reinen. Und dadurch haben die ja was gemeinsam. Also ich verstehe die Idee, dass es beides schon unter einem Hut ist. So, ja. Leider, was zum Geier. Ist auch so dumm. Okay, du musst nicht antworten, okay? Die TikTok-Kommentarfunktion ist voll alternativ. Sie ist zwar voll dumm, aber ich meine, ihr wisst, was ich meine. Aber dann antwortet man und man hätte einfach Ja schreiben können. Okay? Ob du jetzt dumm bist oder ob du supportest. Aber einfach leider ja. Leider. Ja, sorry, ich gehe jetzt auch erstmal weinen, weil Maudado leider trans ist. Oh nein, Hilfe. Ja, ich bin sprachlos. Also hier mal eine kurze Auffrischung, damit wir alle mal auf dem gleichen Level sind. Und damit dieses Video nicht so turbo ernst wird, reicht das Ganze als Banane vor. Aber diese Idee, da war ich beim Drehbuchschreiben unsicher, beim Drehen unsicher und beim Schneiden immer noch, ob ich jetzt nicht zu albern werde. Aber ich war irgendwie so, wenn ich jetzt ganz trocken für Maudado spreche und alles erkläre, das ist scheiße. So, ich brauche irgendwie irgendwas, was das ganze Video abrundet, dass es irgendwie ein bisschen zum Grinsen ist. So. Aber ich habe ein paar Mal gelesen, dass manche sich voll beömmelt haben. So, Alter, das war so lustig, ich habe Tränen gelacht bei der Banane. Wenn so
okay, wenigstens konnte ich viele ja eben da glücklich machen. Und ich habe sehr oft von Leuten gelesen, die selber non-binär oder trans sind, was ja manchmal da im gleichen Hut gestellt wird, so, dass sie sehr glücklich über das Video sind und so, danke, Zeus, so Base bist. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben auch noch nie so viele Regenbogenflaggen unter Kommentare kommentiert, um ihm zu zeigen, so, yo, ich bin in deinem Team, ne? Also das war wirklich, das war super schön zu lesen, wie viele Leute, die eben, ja, auch zu kämpfen haben im Leben, geschrieben haben, so, ich fühle das, was Maudado durchmacht und ich selber bin auch davon betroffen und danke für dein Video, Zeo. So ungefähr war der Kommentar, manchmal unterschiedlich geschrieben. Jedes Mal war ich so, oh Gott, ist gut, 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 weil das will ich ja. Hätten sich Betroffene oder eben Maudado selbst gesagt, so, boah, ich finde scheiße von dir, lösch das Video, dann muss ich es löschen, ne? Ja. Aber ich finde es dazu, ich würde es schade finden, weil ich finde das Video ultra wichtig. Darüber muss gesprochen werden. Es muss wieder aufgeweckt werden, dass man eben Leute, die halt so dumme Scheiße labern, dass die mal ein bisschen Riegel vorgeschoben werden. So, das ist nicht unsere Gesellschaft. Und die meisten Menschen haben alle Latten am Zaun, zum Glück. Also, seit 2012 macht Maudado Let's Plays auf YouTube und das sehr super Idee mit der Banane. Ja! Erfolgreich. Das erste Mal habe ich Maudado gesehen. Ich glaube im Freedom Squad. Ich habe noch nie Freedom gesehen, das Projekt. Ich muss das unbedingt nachholen. Ich weiß, ich habe es vor, aber ich komme gerade nicht zu. Aber das erste Mal gesehen, glaube ich, doch, im Freedom Squad drin, selbst so, irgendwie in so einem Video vielleicht mal. Ender Games hat Maudado mal Let's Played. Oder es war Varo, irgendwie da. Für viele ist Maudado ein Wegbegleiter ihrer Jugend. Hier meinten manche, also wieder so Korinthenkacker, Wegbegleiter ist halt, damit habe ich sie männlich geframed. Das stimmt überhaupt nicht. Also das war das generische Maskulin, sondern Wegbegleiter. Also Cold Mirror ist auch mein Wegbegleiter meiner Jugend. So, ne? Oder MyLab hat ja auch einen Doktortitel und keinen Doktorinnentitel oder irgendwie so. Also es gibt so Wörter, die sind einfach, die kann man maskulin. Klar, ich kann auch gendern, so, das mache ich aber in der Regel nicht. So, aber da, so, das ist halt einfach, ja, so, das war ein generisches Maskulin. Wollte er nicht, dass sie männlich. So, das ist ja, sag ich, auch ihrer Jugend und nicht seiner Jugend oder so. Ja. Egal, weiter geht's. Ich meine, was gibt's Schöneres, als wenn dann... Obwohl viele ihrer war da Mehrzahl gesprochen. Ich werde schon voll verwirrt. Die deutsche Sprache ist manchmal so schwer. Ich find's eh so kacke, dass wir Deutschen so viele Pronomen in unserer beschissenen Sprache haben. Aber irgendwie, das haben wir halt einfach so, ne? Da haben einfach zum Beispiel englischsprachige Menschen mit ne vollen Vorteil, weil ne einfach für alles ist und geil. Also da brauchst du keinen RCS und so weiter. Das ist bei uns schon ein bisschen extra kompliziert nochmal, die doofe deutsche Sprache. Blog mit Wusch anfängt. Wusch! Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. So ein Koch-Let's-Play von Maudado, das war so... Koch-Let's-Play? Ja, also hat einfach gekocht. Mit Rahmen oder so. Die sahen so lecker aus, aber ich hab's nie hinbekommen. Und warum ist das Pikachu in Minecraft-Form Hilfe? Doch dann 2022 der große Aufschrei. Maudado hat seine Pronomen... Doch hier, der große Aufschrei. Maudado hat seine Pronomen in die Bio geschrieben. Manten auch viele so, ihre Zeon. Ich so, nein, das war der Aufschrei. Zitat. So, das war der Aufschrei. Genau, hier sieht man auch, damals war noch ein He hier drinnen. Mittlerweile wurde es entfernt. Deswegen merkt man schon, dass das She ist wirklich... Das steht im Vordergrund. She. Also man muss sie sagen. Und an diejenigen, die sagen, warum they? Also... Hä, raff ich nicht. So, ja, das ist ein Problem. Im Deutschen gibt es they nicht für eine Einzelperson, aber im Englischen schon. Also wenn man bei, ich habe so mir erklärt worden, ist mir das mal in den Kommentaren, dass wenn man im Englischen von unbekannten Personen spricht, sagt man they, obwohl es nur eine Person ist. Weil eigentlich kennt man ja they als ihr, also mehrere im Deutschen, aber im Englischen geht es auch für eine Person. Also wenn irgendeine Person unbekannt ist, zum Beispiel ein Täter hat das und das geklaut und ist dann geflohen, dann sagt man so, they haut ab hinter Hinterausgang. So, ne? Das ist so spannend, dass man unbekannte Person mit they anspricht im Englischen, wusste ich selber auch nicht. Ne? Pronomen in die Bio geschrieben! Ja, wer Pronomen irgendwo reinschreibt, generell L-Take, cringe. Okay. Und dazu gab es ein 30-Minuten-Video, in dem beschrieben wird, wie schwer es war, als Kind eben so aufzuwachsen mit diesem Gefühl, dass irgendwas mit einem nicht in Ordnung sein könnte. Es ist wirklich ein wichtiges Thema für viele Menschen. Es ist nichts, was einfach so plötzlich da ist. Es ist wirklich... Und da fand ich eben so schön beim Schneiden, dass ich jetzt einfach sie sprechen lassen kann. Dass ich nicht Maudado da irgendwelche Worte im Mund lege, sondern einfach, ich kann sie einblenden, dass sie ganz genau uns erklären kann, wie es ist, was sie möchte und wie sie sich darüber freut. Diese drei Dinge habe ich mir ganz vorgenommen. So, diese drei Dinge müssen klar sein, so... wie es war, wie es jetzt ist und wie sich darüber freut. So, und alle drei Dinge konnte ich so geil im Video verbauen. Ich war dann so froh, dass es gegangen hat, ohne halt irgendwie ultra viel auszuarten. Das Video muss 12, 20 Minuten lang werden oder so. Etwas, was den Leuten hilft und was den Leuten wehtut, wenn es nicht berücksichtigt wird. Es geht um Menschen, die schon immer existiert haben. Warum ist Maudados YouTube-Avatar so cool im Gegensatz zu meinem? Geld. Es kostet Geld, das so anzufertigen, schätze ich. Oder zumindest sehr viel Zeit und Arbeit. Verdammte Scheiße. Für die es jetzt nur ein Wort gibt. Und dieses Wort ist non-binär. Natürlich kann man verstehen, dass es sehr verwirrend erstmal ist, wenn man von der Maudado zu die Maudado wechseln. Ist Maudado... Warte mal, stopp. Ja, okay, gut. Ja, ergibt Sinn. Ich bin ja auch der Narvex. Aber Maudado ist für mich irgendwie so ein... weiß ich nicht. So ein sexualitätloses Wort. Also wisst ihr, was ich meine? Es hat kein Geschlecht, dieses Wort. Maudado ist so der, die das Maudado.
Absolut. Eine Schnecke, ne? Eine Schnecke. Haben Schnecken ein Geschlecht? Ich glaube, die sind sogar Zwitter, oder? Sind Schnecken nicht sogar beides? War das nicht irgendwie so, dass Schnecken sich oder sogar entscheiden können, was sie gerade sind? Irgendwas war da mit Schnecken. Die können so einen ganz abgespaceden Scheiß, ne? Die sind voll krass, die Tiere. Die brauchen theoretisch keinen. Können die sich sogar selbst befruchten? Geht das? Das weiß ich gerade nicht, ob sie einen Partner dafür brauchen. Aber irgendwie, ich glaube, die können es entscheiden, wer ist und so, ne? Ja, war krass, ne? Eigentlich schon voll OP, das Tier. Ich weiß nicht, warum. Das Wort gibt mir irgendwie voll den Vibe. Also schon immer. Deswegen keine Ahnung. Sollte. Aber ich finde, wenn man hört, was für eine Freude man damit auslösen kann. Aber dieses Gefühl war so gut. Es war so gut. Ich kann es nicht beschreiben. Ich habe mich wirklich frei gefühlt. Ich glaube, ich war noch nie so glücklich wie in meinem Leben. Zu diesen Sätzen gab es auch einen Kommentar, der war wirklich unter aller Sau. Und den habe ich nicht kopiert in mein Video reingetan, weil der war widerlich. Also ich will ihn auch gar nicht hier wiedergeben. Der war fast sogar nochmal, also für mich war er ekliger als mein schlimmster Kommentar. Für euch vermutlich nicht. Aber der war wirklich räudig. So, also da könnt ihr mich mal gerne, wenn ihr mich mal privat seht, darauf ansprechen, dann kann ich es euch mal so sagen, aber öffentlich will ich das nicht sagen. Der war wirklich sowas von widerlich. Das war schrecklich. Wieder Zeit. Ja, komm, Leute, dann lassen wir sie doch damit glücklich werden, oder? Die Person vom Umzugsstudent. Da hast du nicht die Rechnung mit TikTok gemacht. Nee, hat mich mit weiblichen Pronomen angeredet. Es hat mich einfach, ich war einfach froh. Ich war einfach froh, wenn sowas passiert ist und es hat mich auch Tage danach noch glücklich gemacht. Das ist Tage danach noch glücklich. Krass, oder? By the way, dieses Video kam damals super gut an. Also nicht nur ich, sondern ganz viele Personen. Ja, ich wollte gerade sagen, da haben in den. Mein Kommentar hatte damals 10.000 Likes, war ich auch krass. Da waren hier auch viele dabei mit vielen 100 Likes und fast alle waren wirklich sehr, sehr positiv. Das fand ich super schön. Kommentaren einfach Liebe dagelassen. Und das. Schreibst du dir auf Insta? Pff, nee. Irgendwie, nee, ich will gar nicht, weil am Ende tut es irgendwann screenshotten und dann wieder verteilen. Nee. Sorry, ich mache gerade voll neugierig hier. Ich wollte nur sagen, es gab auch Kommentare, die ich nicht mit reingenommen in das Video, weil die mir zu krass waren. So. Also, kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich widerlich. Ja. Also, das sind Leute, die haben keine Empathie, die reden aus reinen egoistischen Gründen, hauen die Scheiße raus, denken keine Sekunde drüber nach, wie andere sich fühlen. Oder es ist denen einfach egal, die sind einfach so, mir doch wurscht so. Sie sprechen einfach andere Menschen ihr Bewusstsein ab, sagen, die sind einfach gestört oder einfach keine Menschen gefühlt mehr. Und sind sie einfach so sicher, dass ihre Meinung so richtig ist, dass sie halt die Gefühle anderer Menschen einfach drauf scheißen. So, ja. Und das ist egal, um welche Menschen es geht, immer absolut unter aller Sau. Das hat natürlich Maudado ultra gefreut. Ich wollte mich unbedingt bei euch bedanken. Die Kommentare unter meinem Video waren alle so lieb. Doch jetzt, 2 Jahre später, ist immer noch ein Typen. Das ist echt krass, 2 Jahre später eskaliert es plötzlich. Oh, dieses Profilbild auch von diesem. Ja. Mir egal, was irgendwer sagt. Es sagt aber auch nicht irgendwer. Ja, perfekt, mir ist auch egal, was du sagst. Ja, Maudado selbst hat es ja so klargestellt. Ich unterstütze das alles auch als Christ, aber für mich ist und bleibt Maudado ein Mann. Gut, dass die Christen damit reingezogen werden. Ey, immerhin, aber warte, stopp, wenn man das unterstützt, dann ist man doch, also, dann schreibt man doch nicht genau, also das macht ja keinen Sinn. Das ist der Punkt. Versteht ihr, was ich meine? Da sind Kommentare auch drinnen. By the way, ich habe auch ganz viele Kommentare bekommen von Christen unter meinem Video auch, die meinten, das ist Schmutz, so, das ist Quatsch. So, ich bin auch Christ und ich weiß, dass man, so, Jesus hat auch jeden akzeptiert, so. Und ich bin auch immer so, Alter, du bist Christ. Christ kommt von Jesus Christus. Und Christus hat jeden akzeptiert. So, gerade so die Hure von Babylon und so. Und keine Ahnung, so. Als ob Jesus damals, wenn irgendjemand nicht hetero wäre, gesagt hat, so, Unchrist oder irgendwie Unheiliger oder keine Ahnung was, so, verbrennt ihn oder so. Hätte er nicht gemacht. Jesus hat auch jeder die Hand angeboten und jeden. Ja, ich bin Christ und gläubig und bin selber bi. Jawohl. Also ebenso, das ist, viele Christen haben da wirklich auch nochmal gesagt, so, hey, das ist scheiße und schade, dass er den Glauben damit so reinzieht. Und das sagen die meisten Christen auch. Das ist so schade, dass das manche da ja Christentum so einen Schmutz ziehen, indem sie ihre Hass mit Religion so voranschieben. So, heißt ja meine Religion, sorry. Ich darf hassen. Meine Religion erlaubt mir das. Nein, tut's nicht. Hass ist nicht erlaubt. Auch nicht durch eine Religion. Also, ich weiß, ich beende meine Sätze oft nie, aber ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen. Unterstützt du es ja nicht. Die einzige Person, bei der ich das respektiere. Okay. Das ist gut. Alle anderen kannst du diskriminieren, das ist okay. Aber bei Maudado, da ziehen wir die Grenze. Ey. Ich weiß nicht, besser als nichts oder so? Nächstens ein bisschen was, aber warum? Ja, genau. Wieso hat er sich so geändert? Unsympathisch geworden? Ich bin nicht gläubig, nein. Ja, finde ich auch. Denn wenn du trans bist, das wissen viele nicht, das ist so ein Nebeneffekt, den du da hast. Du bist halt direkt unsympathisch. Also jetzt nicht unsympathisch TV, der YouTuber, also Sascha, sondern du bist wirklich menschlich unsympathisch. Da kannst du nichts gegen machen. Das ist einfach dabei. Das ist wie in so einem Starterpack.
Maudado, freut. Warte mal, Fun Fact, bei dieses Video habe ich angefangen, um 4 Uhr morgens zu schneiden. Ich konnte nicht mehr schlafen, aufgestanden, um 4 Uhr morgens angefangen loszuschneiden. Und ich war tatsächlich, ich glaube so um 11:30 war ich fertig, hatte noch Thumbnail gebaut. Und irgendwann so 12:45 war dann alles ready eingestellt und dann habe ich noch ein bisschen YouTube geguckt und bin dann eigentlich fast umgefallen, weil ich so müde war. Da habe ich eine richtig kranke Schicht durchgezogen. Klar, habe zwischendurch mal was gegessen und mal Pipi machen und mal ganz kurz sich kurz zurücklehnen, ein paar Kommentare, also WhatsApp ein paar Nachrichten beantworten, dann wieder weitermachen so. Aber halt wie so Raucherpausen andere machen in der Arbeit, ganz kurz nur und dann wie weiter geht's so. Da habe ich voll durchgeballert. Und man merkt es zwar nicht im Video direkt, wenn man nicht hinguckt so. Ich habe überall Dinge gemacht, hier die Farben verändert, da irgendwelche Lens-Flares eingebaut, coole Hintergründe gewählt und immer so alles schön animiert, die ganzen Super Smash Bros-Effekte mit der Masterhand, das war ultra aufwendig zu bauen. Alles mögliche, es waren so viele Sachen, die ich da basteln musste. Es war ultra aufwendig, das Ganze. Aber ich bin so stolz auf dieses Video, das ist von vorn bis hinten einfach schön. Vor dem Outing, Maudado nach dem Outing. Ja, genau. Seht ihr das, wie unsympathisch die rechte Version von Maudado ist? Finde ich nicht gut. Ich habe das Video gemutet. Oh nein! Verdammt. Und jetzt verpisst euch! Ich habe das Gefühl, dass einigen gar nicht darum geht, was Maudado möchte, sondern einfach nur, was sie halt selber wollen. Wer ist jetzt sie? Die reden über zwei Männer. Und solche Leute, ne, die stellen sich mit ihrem eigenen Gesicht ins Internet, ne? Ich sag ja nur. Nein, Maudado ist mit sie gemeint. Sie bevorzugt dieses Pronomen. Bevorzuge ich nicht. Das ist so eine Scheiße. Bei dem Controller war ich auch voll so. Mit der Hand auf den Tisch geschlagen. Was zum Geier ist mit dir los? Ja, schön, aber was du willst, interessiert ja hier in dem Kontext nicht. Was du bevorzugst, Digga, ist scheißegal. Genau, Theo und ich sind dieselbe Person, sagt er. Genau das, was ich sage, sagt er auch. Ich bin einfach er, weil schon nicht tun soll, als wäre es ein anderer Kanal, nur mal extra Einnahmen abzugrasen. Toll. An der Stelle, Leute, brauchen wir eine kurze Pause. Ach so, was aber nicht scheiße. Ach so, meine Werbung können wir überspringen. By the way, da war ich voll so scheiße. Eigentlich würde ich das Video gerne werbefrei halten. Ne? Bei einem Video fühlt sich tatsächlich Werbung falsch an. Habe ich auch ganz viele Kommentare bekommen, mit so CEO die Werbung hätte sparen können. Ich war so, ja. Aber das war Vertrag unterschrieben und ich brauche Geld leider. Also ich bin wirklich so, ich würde gerne meine Miete bezahlen. Deswegen war ich so, nee, das muss damit rein. Und ich habe es echt versucht, so hinzubekommen. An sich, beim Gucken finde ich es nicht so schlimm, weil so eine Pause tut wirklich ganz gut. Und wer nicht will, kann überspringen. Aber klar, es fühlt sich dann so an, als würde ich so ein ernstes Thema ausnutzen, um mich dann kapitalistisch daran zu bereichern. Und ich habe nur das Video geholt, aber wenn ich nach Klicks bezahlt ist, den Betrag hätte ich sowieso bekommen, auch wenn das Video weniger Aufrufe hätte. So, klar, es ist für Summergoes voll geil, dass jetzt so eine riesen Crowd das sehen könnte. Aber ich nick da so ein bisschen zu, so ja, schöner wäre es gewesen. Da hätte da noch keine Werbung gehabt und dann hätte es auch noch rausballen können. Aber es ist halt, wie es ist. Ne? Nee, erwartet, welche Werbung es ist. Egal ist, welche Werbung, okay. VPN, okay. Surfshark, was gibt's noch? Es gibt Surfshark, es gibt diese andere, wie hieß die nochmal? NordVPN. Nein. Okay, NordVPN, Surfshark. Welches? Surfshark. Bevorzugst denn? Da gibt es nur CyberGhost! Nee, es ist CyberGhost. Wir springen nach vorne. Ah, er springt auch drüber. Warte mal, man kann bei meinen Reaktionen immer meine Werbung überspringen. Habe ich gar kein Problem damit. So. CyberGhost mit. Willst du die CEO direkt schlecht? Ich war schon so ein bisschen. Aber es war alles schon vorproduziert, war abgenommen. Es hieß, es muss raus. Und ich war so. Na gut. Ich hau's mit rein. Ich hoffe, dass man sich nicht darauf aufhängt. Dass mein Video halt nicht Schaden dadurch bekommt. Im Sinne von, sieht über geil gewesen, aber durch die Werbung glaube ich dir nicht mehr. So, nee, das hat mit der Werbung nichts zu tun. Also, das war wirklich. Ich kann das Thema nicht ausgenutzt oder so. Das Thema ändert ja nichts. Genau eben. Ich meine, es ist halt todernst so. Und die Arbeit war ja auch ultra krass so. Ohne VPN-Werbung wäre das Video 90 Sekunden kürzer oder 86 Sekunden kürzer oder so. Und das war's. So, also das, ja. Ja! Okay, ist gut so. Wo waren wir? Ach ja, genau, danke. Bei 14 Hours mittlerweile schon. Für mich ist es halt so, dass er früher als Mann OG war und jetzt halt... Ja. Was heißt OG eigentlich? Maudado war... Ach, das macht doch gar keinen Sinn. OG! Okay. Für mich ist OG wieder so Andrew Tate-Sprech. Wenn Maudado... Original Gangster. Wer will denn ein Gangster sein? Wenn Maudado jetzt noch ein Mann wäre, dann wäre Maudado jetzt auch nicht mehr OG, weil OG bedeutet also ja, Original Gangster, ja so. Aber ich weiß schon, das soll bedeuten so, dass man da noch in seiner Prime war und so, ne? Aber... Frühere Zeit, ihr wisst, was ich meine. Weil die Zeit einfach vorbei ist. Sagt man halt so, ich hoffe, es ist bald vorbei. Wir haben vor ein paar Jahren noch Bay gesagt. Er ist Bay. Das war ja auch genauso dämlich. Gut, dass es auch vorbei ist. Aber das wird sich schon ändern, hoffentlich. Als wäre ein Videospiel, gell? Wie ist Maudado denn jetzt nicht OG? Nur weil... Ich verstehe das nicht. Einfach nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Das sind so diese Kommentare, und ich bin froh, dass dieser Kommentar nur Likes hat. Das sind die Kommentare, die in meinen Augen gar keinen Sinn machen. So gar nicht. Null. Also wirklich. Halt nicht mehr. Und das sind schon 15. Leute, ihr müsst euch das mal geben. All diese Kommentare. Meine Güte. Ne, ja, die Kommentare.
Kompletter Brennpunkt. Dankeschön an Taylor Lord. Einen wunderschönen Abend. Wunderschön euch. An Novax. Oder, du kannst mit der Taste dafür auch Pause und Play machen. Du musst nicht mit dem Mauszeiger mal reingehen ins Bild. Dann verklickst du dich auch nicht und so. Dankeschön fürs Abo hier. Dankeschön. Wirklich. Nur wegen diesem kleinen TikTok-Ausschnitt. Wie kann es sein, dass... Ja, wenn im Hintergrund manchmal so einen kleinen lilanen Gaming-Room sieht, ist das, wenn ich pausiere und manchmal raustabbe aus meinem Monitor, dann kriegt ihr das Bild halt eben. Dass sich so viele Minusdenker versammeln, nur weil Paluten statt er sie gesagt hat. Irgendwo war sie im Urlaub. Ein Wort ist ja fast wie eine 2,50 € Donation. Ich weiß, manche könnten jetzt was sagen wie, ja, mein Gott, das ist halt TikTok, diese Plattform, die ist halt einfach verloren, Mann. YouTube dagegen, da ist die Welt noch in Ordnung. Ich wünsche, es wäre so. Ja. Ich wünschte, es wäre so. Das alles so viel besser. Am Arsch! Unter ihrem neuesten Video schon der zweite Kommentar. Warum willst du... Ah, Genshin Impact-Werbung. Okay, aha, sehe ich. Klar, solche Kommentare müssen theoretisch nicht böse gemeint sein. Aber es ist halt so gefährlich, das so zu formulieren und so. Ein Fingerspitzengefühl. Der braucht wirklich, das ist ein ganz sensibles Thema. Fingerspitzengefühl. Warum willst du eine Frau sein? Genau, warum will man eine Frau sein? Wenn man nicht so cool wie ein Mann sein kann. Ich meine... Denk mal drüber. Auch dieses Punkt, Punkt, Punkt dahinter, das ist so. Aber nach, wir als Männer, weiß ich nicht, wir haben den Gender Pay Gap oder so. Willst du eine Frau sein? Oder halt eben auch unter dem Outing-Video, welches ja Maudado selbst noch gelobt hat, steht mittlerweile. Menschen, die angeblich nicht binär sind, wollen sich nur besonders fühlen. Das ist auch so ein Käse. Ich hoffe, die Krankheit wird geheilt. Die Krankheit wird geheilt, ist auch strong. Wir stellen das Ganze ja auch irgendwie so als deutsches Phänomen. Also, das, ey, kannst du dir mittlerweile nicht mehr geben. Manche Leute im Internet, bei denen brennt es wirklich. Und das nicht nur ein bisschen. Das ist schlimm. Also wirklich. Hilfe. Meinte, als hätten wir das Ganze irgendwie erfunden. Ich bin definitiv raus. Ja, verpiss dich doch. Und dann gibt es welche, die sich wundern, warum freies Ausleben überhaupt legal ist. Ja, das frage ich mich auch. Deutschland ist so, guckt, wie es... Vor allem immer dieses Deutschland, so. Nein, das ist kein deutsches Phänomen, so. Also, dass Leute so verworren sind und das Gefühl haben, Deutschland ist so im Arsch. Da kriege ich jedes Mal so, liebst du mich dich einfach mal für so 5 Jahre rauskicken und dann wirst du angekrochen kommen und sagen, bitte lasst mich wieder rein, weil Deutschland ist ein tolles Land. Das ist wirklich ein super schönes Land. Und wenn du nicht der Meinung bist, dann geh, Digga, so. Was soll denn das? Wenn woanders so viel besser ist, dann macht doch Ausland voll Sinn. Aber tun sie dann auch nicht, weil doch dann Deutschland ganz schön schön ist, ne? Sind solche mentalen Störungen und das freie Ausleben, die sagen, verstehe ich auch nicht. Ich finde generell, man sollte Menschen in der Meinung, vor allem in der Auslebung, voll unterdrücken. Vor allem, wenn sie einfach so keinem dabei was tun. Ja, vor allem auch die Vorstellung so, sollte nicht erlaubt sein. Was passiert denn, wenn man es dann doch tut, nach seiner Meinung? Was passiert denn dann da, Joshua? Die Menschen, die dann doch es ausleben, was macht man dann mit denen? So, keine Ahnung, was man tut, aber ich habe das Gefühl, wir landen dann in einer Zeit, die nicht sehr schön war. Also zumindest eine Zeit, die ein sehr dunkles Kapitel von Deutschland ist, ne? Tun oder schaden? Ich finde, das ist krass. Wirklich. Das, nee, nein, das brauchen wir nicht. Joshua, warum bist denn du eigentlich erlaubt? Alter, Dicker! Und jetzt stell dir mal vor, du bist Maudado, du berichtest darüber, wie schlimm deine Kindheit war, dass du geweint hast, weil du dich so anders gefühlt hast. Jedes Mal, wenn du es nur gewagt hast in der Schule, so dein wahres Ich zu zeigen, dann wurdest du einfach weggemobbt und halt so wieder zum Schweigen gebracht. Was macht das mit einem Menschen? Ja. Genau, auch hier der Part, der ist bewusst so geschrieben, um mal den Leuten empathisches Denken mal zu präsentieren. Stell dir doch mal vor, wie das ist. Ich glaube, viele sind halt echt jung auf TikTok auch oder viele Kommentarschreiber denken sie dabei nicht viel. Die sind einfach nur so, haha, und raus damit und so, aber haben noch nicht drüber nachgedacht. So, einfach mal drüber nachgedacht, wie ist das denn? Wie könnte das denn sein? So, und alle, die sagen so, nee, das gibt's aber nicht, das ist Quatsch und so, dann informiert euch mal. So, gibt es denn das? Dann wäre auch wissenschaftlich so. Dann werdet ihr sehen, die Wissenschaft hat da schon Antworten darauf. Dankeschön an Luca Rode oder irgendwie so. Super lieb. Abonnieren. Wissenschaftlich ist das erwiesen, dass es nichts Ausgedachtes oder nichts Neues oder Erfundenes oder so, das gibt es schon immer so. Menschen gab es früher auch schon so. Die mussten damals halt einfach, was keine Toleranz gab, so tun, als wären sie so wie alle anderen und mussten einfach sich dieser Rolle fügen. Und Männer mussten einfach hart sein, Frauen mussten auf dumm tun, einfach auf, ja, ich mache halt den Haushalt und die Männer machen alles, bestimmen alles und die Schlauen so. Das war einfach so festgelegt, so fest verwurzelt so. Und zum Glück haben wir aufgemacht und akzeptieren, dass Männer und Frauen gleich schlau sind. Das hat ja schon ewig gedauert. Erst in den 50er Jahren gab es einen riesen Aufstand und so. Das ist doch relativ neu noch, dass der Glaube, der Mann sei schlauer oder das erhabene Wesen über der Frau, das ist ja recht neu. So, das ist nicht einmal ein Jahrhundert so wirklich etabliert, dass Frauen und Männer gleich auf sind. So. Und es braucht halt immer noch mehr. So, wir wollen doch alle nur glücklich leben. Niemand will dir was wegnehmen. Man will nur, dass andere eben auch die Möglichkeit haben, so zu leben und glücklich zu sein, wie sie sind. Und ich finde, da ist nichts Falsches dran. Ja.
Und jetzt sitzen wir hier und sind alle YouTuber, ne? So aufzuwachsen und dann erst Jahre später fährst du, okay, du bist eigentlich vollkommen normal. Es gibt viele, die so sind. Und endlich traut man sich, man selbst zu sein. Und dann nach anfänglichen Support bekommt man einfach das hier. Der Maudado, den ich kenne, ist tot. Ja, der Name... Vor einer Woche geschrieben, ne? Sagt schon alles, woran es liegt. Der Maudado muss mal in vor einem Tag geschrieben. Bio-Büchlein schauen. Du, ich hab da auch eine Lektüre für dich. Es gibt, by the way, das ist ja eine Anspielung. Ich habe mein Video hochgeladen, das heißt How to be not a Scheißkind. Gibt es. Und auch How to be a Scheißkind. Beide Videos gibt es auf meinem Kanal von 2014 oder irgendwie so. Ich würde es aber schön finden, wenn man es schafft, einfach Maudados Wünsche zu respektieren. Es geht ja nicht um viel. Es geht für einen selbst ja nur um lächerliche Pronomen. So, das kann man sich einfach umgewöhnen. Ja, genau. Wo ist das Problem? Du musst ja nicht mal das alles so supporten und da stehen, yeah. Ich sehe das genauso. Du musst einfach nur Respekt und Anstand haben, dich einer Person gegenüber nicht irgendwie verletzend oder kränkend zu äußern. Wenn das darin mündet, dass du ein anderes Pronomen benutzt, dann tust du das. Jesus Christus, was bricht dir denn raus? Ein Gutes. Du bist ein Mann. Das hat sich immer... verzieht sich immer was in meinem Herzen. Nicht, weil Mann sein was Schlechtes ist, einfach... Doch, ich mag keine Männer. Auch weil... Ich weiß es nicht, es tut weh, es tut in meinem Herzen weh. Sollte das wirklich aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, dann ignorier das Thema wenigstens und erspar uns solche Kommentare. Warum ist er nicht Lambo Dado geblieben? Lambo Dado? Früher war... Eigentlich Lambo Dado. Hab ich vergessen. Ich kenne den Joke, das ist gleich vom Halle ursprünglich. Egal, es war so ein... Die haben ihn zum Spaß mal so genannt, das fanden die witzig. Gefolgt von Isaac Duck, uiuiui. Ja. Vorbild, jetzt ist seine Evolutionsbremse und es tut einfach weh, sowas zu sehen. Du, Chasnero, was sagst denn du zu dem Kommentarschreiber? Die Drecksack-Skala ist bei denen wirklich nach unten offen. Und jetzt kommt nochmal der allerschlimmste Kommentar. Lass uns doch mal gemeinsam alle tief durchatmen. Genau, hier beim Drehbuchschreiben war ich noch so, scheiße, wie baue ich den Kommentar jetzt ein? Weil, oder streiche ich den komplett, aber irgendwie brauche ich einen Abschluss. So irgendwie, wie kann ich das, also es war irgendwie für mich so ein bisschen, da war ich mir überlegen, ob ich das sogar ganz raushauen soll. Und ich dachte mir dann so, weißt du was, ich zeig den zensiert, lese ihn aber nicht vor. Ich weigere mich, den vorzulesen, weil der ist ja wirklich, weiß nicht, ich bin kein Richter, aber ich könnte mir vorstellen, dass der sogar volksverhetzend ist. So, weil man ja da etwas beschreibt, was ja das Dritte Reich irgendwie betrifft oder nicht. Egal, wir werden gleich sehen. Denn jetzt wird's richtig. Ich bin gespannt, wann Seo anfängt, von mir irgendwelche Clips zu benutzen aus Videos. Träume dürfen wahr werden. Oh, ach so, ist das so? Kann ich ja gerne erfüllen, so ist nicht. Am besten einfach genau der Clip, so. Einfach der hier so. Mehr nicht. Wild. Vielleicht, also den lese ich nicht vor. Den lese ich nicht vor. Super, Peter. Bitte sei leise. Ihr wisst, ich reiß mich immer am Riemen, aber Alter, wie kann... Der ist wirklich unter der Sau. Der ist schrecklich. Nur so... Boah. Ja! Es ist schlimm, was es für Menschen gibt mittlerweile. Aber Leute, auch wenn es wirklich viele Hilfe, Menschen was waren, war das für ein Crack gerade in meinem haben. Am Ende gibt es ja genauso auch die... Maudado, bitte gib mal Tutorial. Das wäre super. Die Menschen, die Maudado verteidigen. Und auch wenn ich mir gar nicht vorstellen kann, wie verletzend solche Kommentare für sie sein müssen, hoffe ich, dass sie sich davon nicht unterkriegen lässt, denn... Das Habe ich die Schildchen unten so bewegt? Da habe ich nur drei bewegen können, weil der letzte, ging mein Finger nicht ran. Also GLP bewegt sich nicht. Ich wollte sie alle so ein bisschen bewegen lassen noch. Neben das Herz, ich fand es ein super schöner Abschluss. Eben nochmal richtig ehrliche Worte an Maudado und Kraft wünschen, alles drum und dran. Fand ich ultra, ultra, ultra wichtig. Das hat keiner verdient. Mit all dem Content, den Maudado für ihre Community gemacht hat, kann... Ja, mittlerweile weniger. Danke dafür übrigens. Comeback, Maudado, ich warte. ...können sie einfach ultra stolz auf sich sein. Und danke, ja, für die ganzen lieben Worte. Und dass es so gut aufgenommen wurde. Danke. Eben das so gerne. Das tun wir alle gerne. Definitiv. Ja, ich will an der Stelle sagen, sagt das Video, ich habe das damals rausgerendert. Ich habe nur drüber geschaut und war so, scheiße, das ist gut. Ich glaube, das ist gut geworden. So, das lade ich so hoch, das kriege ich hin. Und ich war wirklich der Meinung, so, das ist wirklich einer meiner besten Videos dieses Jahres. Wenn nicht sogar das beste Video von meinem Jahr. Also, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, das ist mein Lieblingsvideo. Es war genau die richtige Mischung, wie ich meinte so. Es darf nicht zu lustig sein, es darf aber auch nicht zu ernst werden, das Ganze. Die Botschaft muss rübergebracht werden. Ich darf aber nicht nur für andere sprechen, ich muss die Betroffenen reden lassen. Ich muss irgendwie das Thema vermitteln, ohne zu sehr Moralapostel zu sein, weil dann wiederum finden gerade die Menschen, die das Thema so schrecklich finden, keinen Anklang und fühlen sich ertappt und gehen in diese Verteidigungshaltung. Und ich hatte schon ein bisschen Schiss, dass ich trotzdem mal, meistens wenn du eine Stellung beziehst und Leute sich ertappt fühlen, dann werden die immer so einen Weißreflex drauf reagieren und sagen, ja, ist doch mal so und so. Und unter dem Video sind 2000 Kommentare.
Also das, also by the way, generell, das Video hat 20.000 Likes auf 100, also fast jeder fünfte, ne, mehr als jeder fünfte, doch, fast jeder fünfte hat geliked oder so, ungefähr, das kannst du dir genau ausrechnen, wirklich so viele Likes. Klar, jetzt sind ein paar Leute, die lassen Dislike da, warum auch immer, weil die halt einfach Idioten sind und so und nicht mal alle Latten am Zaun haben. Aber es hätte viel schlimmer sein können, viel schlimmer. Und von diesen 2077 Kommentaren musste ich vielleicht 35 Stück oder so löschen, tatsächlich. Ich hab's moderiert, tatsächlich, die Kommentare. Kann man gerne von Zensur sprechen und so. Freie Meinung kannst du überall äußern, auf Twitter und keine Ahnung wo. Aber unter meinen Kommentaren ist mein Hausrecht. Ich kann hier selber bestimmen, was ich da stehen haben lassen möchte und so. Wenn Leute irgendwelche Fragen stellen, alles easy. Wenn Leute so ein bisschen bedenken, alles easy. Aber wenn es Leute so reintrollen und eben das reproduzieren, gegen was ich mich hier ausgesprochen habe, dann haben sie das Video nicht verstanden und das lasse ich nicht unter mein Video stehen. Hass hat generell unter meinen Videos nichts zu suchen. Das moderiere ich alles weg. So, da habe ich keinen Angestellten für, das mache ich letztendlich. Weil ich nicht will, wenn, das heißt, warum wurde ich gelöscht, dass ich sagen kann, ich war es. So, ne? Oft weiß ich dann noch im Nachhinein gar nicht mehr, merkt man nicht jeden Kommentar. Aber ich weiß immer, wenn ich was lösche, dann wirklich nur groben Scheiß. Also wirklich so reingeschissen und so. Und natürlich gab es welche, die haben nicht halt nicht nachgedacht und waren so, okay, aber hier, das sind doch manchmal Kommentare. Also manche sagen ja sowas wie, hä, aber Mao Dado ist doch ein Mann. So, ne? Da lügen die ja nicht, weil biologisch gesehen so, wollten das so ein bisschen anmerken. Aber auch da bin ich so, bitte mach doch bitte dein Herz mal auf. Empathie, das ist eklig. Hör auf, das zu verteidigen. Das ist so ja, biologisch. Aber das juckt ja nicht, die Bohne. Eben, das ist ja die Idee von non-binär und trans, dass halt eben, vorhin habe ich schon erklärt am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es schon erklärt habe, aber dass halt eben biologisch das Geschlecht nicht das ist, was man wirklich ist. So, dass das Gehirn einfach ein anderes ist, dass der Körper nicht dazu passt. Und es hilft einfach. Man kann diesen Menschen so sehr helfen, dass man endlich, dass sie so behandelt, was man sieht, sondern eben so behandelt, wie die Personen einem sagen, wie sie sich fühlen. Zwar viele sagen so, ja, dann kann ja jeder sagen, dass ich eine Frau bin oder dass sie ein Mann ist und so weiter. Kann ja jeder sein Geschlecht ändern. Ja, und wenn das so ist, wäre das so schlimm? Aber erstens macht das niemand, weil warum sollte man das Jux machen? Und selbst wenn es irgendwo auf der Welt eine Handvoll Trolle gibt, die es tun, ja, dann sollen sie halt rumtrollen. Juckt doch mich nicht so. Aber zu 99,999% werden alle das tun, weil sie es wirklich sind. Und diese Menschen ihr Glück nicht zu gönnen, was bist du für ein Stück Scheiße? So, sei doch einfach nett. Und das will ich auch hier nochmal sagen. Toleranz kostet weder Zeit noch Geld noch Mühe noch sonst irgendwas so. Toleranz ist einfach eine Sache, das ist eine Grundeinstellung. Respekt, nett sein, lieb sein, das ist einfach eine Grundeinstellung. Die trainierst du dir an und behandelst alle Menschen gut und trägst dazu bei, dass die Welt ein besserer Ort wird. Und all diese Menschen, die es nicht tun, tragen dazu bei, dass die Welt kein schöner Ort ist. Und sei doch wenigstens, wenn die Welt schon manchmal kein schöner Ort ist, Teil von den Leuten, die einfach ohne Mühe, ohne Zeit, ohne alles Respekt haben. Und zwar vor jedem. Nicht nur vom Chef, weil der dich beeinflussen kann, sondern auch von Menschen, der vorbeikommt beim Büro und dein Papiermüll ausleert. Oder der bei dir klingelt und Pakete bringt. Oder der keine Ahnung was tut. Respekt vor allen Menschen. Weil alle Menschen sind fühlende Wesen mit Träume, mit Ziele, mit Gedanken, mit Wünschen. Respektier die so. Du musst niemanden in den Arsch kriechen. Du musst niemanden dauernd alles lieb, lieb, lieb und so. Aber Respekt ist einfach eine Grundeinstellung. Einfach nur nicht seine Gedanken, seine Gefühle oder irgendwas absprechen, sondern auf Augenhöhe Menschen begegnen. Und das ist so einfach. Das ist wirklich nicht schwer. Und ich raffe nicht, warum manche sich weigern so. Vielleicht, weil sie selber so enttäuscht sind vom Leben und sagen, mich behandelt auch keiner ordentlich, also weigere ich mich jetzt in Zukunft. Aber geh doch nicht auf dieselbe Stufe von Arschlöchern. Erhebe dich doch empor, sei ein besserer Mensch. Sagst, wenn du schon ins Gras beißt irgendwann, dann kannst du wenigstens mit Stolz sagen, ich war nicht scheiße. So, ich wurde zwar oft nicht gut behandelt. Und klar, auch ich habe in meinem Leben bestimmt mal Menschen verletzt, aber wenigstens nicht mit Absicht. Und nicht, weil ich einfach einen Fick gegeben habe und so, sondern weil ich es einfach nicht besser wusste im Moment oder weil es ein Versehen war oder weil ich nicht wusste, wie ich was ausdrücken soll, weil ich unreif war oder keine Ahnung. Aber halt einfach, ja, aber dann kannst du auch mit Würde vom Planeten gehen und sagen, ich habe mein Bestes gegeben, guter Mensch zu sein. Tschüss. So. Ja. Ja. Und by the way, ich habe auch gesehen, unter Maudados Video habe ich so eine kleine Liebeswelle ausgelöst. Das freut mich natürlich. Es besorgt mich natürlich auch, weil viele geschrieben haben, guck unbedingt bei CEO vorbei. Das müsst ihr ihm nicht schreiben. Schreibt Maudado, wenn dann wirklich nur Liebe, Kraft und alles Mögliche, wünscht ihr das Beste und so. Ihr müsst nicht auf mich verweisen. Auf gar keinen Fall. Weil es ist eventuell auch nicht unbedingt förderlich für Maudado, das Video zu sehen. So. Das Video ist auch gar nicht für Maudado gedacht, sondern einfach die Menschen, die über das Thema nicht sich informiert haben und nicht nachgedacht haben und so. Weil es kann hart sein, diese Kommentare zu lesen. Gerade wenn du wirklich nicht nur Betroffener, sondern die Betroffene bist, um die es gerade hier geht. So. Und deswegen, so, das muss gar nicht drauf gebracht werden. So. Es geht einfach nur um die Menschen, die Maudado noch kennen und sagen, ah stimmt, da war ja mal was, dass die einfach einen Blick dafür haben. Sie, bitte, tu ihr den Gefallen. Ja. Wenn du es auf Versehen mal falsch machst, musst du dich nicht zu Tode schämen. Das kann jedem mal passieren. Manche Dinge hat man sich eingewöhnt. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich meine Reaktion selber gucke, bin ich so, kacke, da habe ich eher gesagt, ich Trottel. Und so, das kann passieren. So, das sind Sachen, die das Gehirn ist manchmal braucht, um Dinge zu überschreiben. Aber jedes Mal, wenn du es schaffst, dran zu denken, ist es ein Erfolg. Ja. Vor allem für sie. Ja. Ja. Leute,
Ich hoffe, es war okay, hier voll zu labern. Ich sage natürlich nochmal ganz großes Dankeschön für diese süße Reaktion. Navex ist verlinkt natürlich, guckt gerne vorbei. Es tut mir auch voll leid, dass ich so seine Reaktion jetzt so übergangen habe und da voll viel gelabert habe und so. Ich habe es einfach mal so genutzt, weil sonst hätte ich mir mein eigenes Video anschauen müssen. Und so kann ich wenigstens ein bisschen hier auch nochmal hier Props geben und so weiter und darauf aufmerksam machen, dass hier auch coole Reaktionen gibt und so. Und wenn ich nur ein paar Menschen zum Umdenken anregen kann, habe ich das Gefühl, ich habe schon was besser gemacht. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich YouTube mache. Nicht nur, um Leute zum Lachen zu bringen, sondern vielleicht sogar irgendwie so mein Gedankengut. Und ich bin davon überzeugt, dass es ein sehr anständiges und ich bin bei weitem nicht perfekt, aber einfach so eben Respekt und nett sein und fürsorglich sein, gut zueinander sein, das kann ja nicht falsch sein. Also da ein paar Kommentare auch gelesen mit Maudado, sehr viele junge Zuschauer. So, was ist, wenn jetzt davon Leute dauernd mit dem Thema non-binär in Kontakt treten und so damit verwirrt werden? Also denen kann ich sagen, auch ich habe mal meine Sexualität sehr stark hinterfragt. Ich hatte einen guten Kumpel, der war homosexuell, weil ich dann auch drüber nachgedacht habe, war ich so, vielleicht bin ich das ja auch. Und eine Zeit lang habe ich sogar wirklich für möglich gehalten, dass ich wollte fast sogar homosexuell sein. Aber es geht nicht, weil du bist geboren, wie du geboren bist. Ich habe auch ganz schnell gemerkt, das funktioniert nicht. Ich kann nicht, weil ich es möchte, schwul sein. Es geht nicht. Ich bin, wer ich bin. Und ich bin nun mal hetero, auch wenn ich sehr viele weibliche Seiten an mir habe und so und nicht der männlichste Mann der Welt bin, so bin ich halt nun mal hetero. Also man muss sich gar keine Sorgen machen. Man muss Kinder nicht fernhalten von Menschen, die nicht hetero sind, weil man Angst hat, dann werden die auch nicht. Das ist nicht ansteckend. Das ist nichts, was man übernimmt und so. Man kann versuchen, es nachzuäffen, aber die Wahrheit setzt sich immer durch und du bist, wer du bist. Genauso wie Leute, die nicht hetero sind, auch nicht so tun können, als seien sie hetero. Auch das funktioniert nicht. Die können sogar eine Freundin haben. Die können sogar wirklich mal so eine Beziehung haben und das Ganze nachäffen und dann wirklich auf irgendeine Weise sogar lieben. Das geht. Aber am Ende setzt sich die Wahrheit durch. Und deswegen gibt es ja so Geschichten, wo Leute nach 10 Jahren Ehe feststellen, scheiße, eigentlich bin ich gar nicht diese Sexualität. So, und dann nochmal neues Leben anfangen müssen, weil sie so viel Zeit verschwendet haben, weil sie die Wahrheit einfach so gut wie es geht verschweigen wollten, nicht akzeptieren wollten, aber sie setzt sich durch. Und deswegen lieber Kinder sogar recht früh mal einfach mal beibringen, hey, das ist keine Schande, und dann gucken, was passiert. So, ich glaube nicht daran, dass man Menschen stark verwirren und verunsichern kann mit solchen Themen. Davon bin ich fest überzeugt, dass das Quatsch ist, weil ich es bei mir selber so krass gemerkt habe. So, also ich war verwirrt auf irgendeine Weise, ich war so, vielleicht bin ich homosexuell, aber habe dann ganz schnell gemerkt, so, nee, bin ich nicht so. Ich habe dann zum Beispiel auch mal einen Mann geküsst und festgestellt, das ist es nicht so. Und irgendwie habe ich immer gefühlt, so bei Mädels schlägt mein Herz einfach viel mehr, so mittlerweile natürlich bei Frauen. So, und dann so spätestens mit 19 war ich mir dann ziemlich sicher. So, da war ich dann so, ja, ich bin hetero. So, und zwar sehr. Also ich kann nicht einmal rumturteln. So, nicht mal so ein kleines bisschen Bi geht nicht. Ich bin einfach scheiße hetero. Und das ist ja auch okay, so, ne? Also lese ich auch manchmal so ein bisschen, man muss sich wieder schämen, wenn man hetero ist. Das ist ein Scheißdreck. Kein Mensch muss sich schämen. Darum geht's doch gar nicht, so. Es ist keine Schande, ist auch nicht langweilig. Es ist vollkommen in Ordnung, was zum Geier, ne? Okay, Leute, jetzt aber wirklich. Dann bis dann, ciao. Und falls ihr irgendwelche Gedanken habt, rein in die Kommentare. Aber wie gesagt, macht euer Hirn an, macht eure Empathie an, so. Seid vorsichtig, es ist ein ganz, ganz empfindliches Thema. Wenn ihr Unsicherheiten habt, so, natürlich Fragen gerne rein. Aber immer mit so einem Wording, dass es nicht so klingt, als würdest du etwas abschreiben oder haten wollen, sondern einfach, ich bin neugierig, erklärt es mir bitte. Okay, dann bis dann. Ciao, ciao.